Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr hört, ich bin halt noch nicht so fit, aber ich habe hier zwei, drei Sachen, die ich gerne noch aufnehmen möchte und deswegen auch nicht vor der Kamera bin. Ich werde euch nur die Sachen zeigen, weil ich möchte euch nicht erschrecken. Ich sehe nämlich scheiße aus, so für euch. Einmal haben wir hier ein USB-Verlängerungskabel. Den habt ihr ja vielleicht schon im Odimer Shoppen gesehen, falls ihr die gesehen habt. Weil ich möchte meine PC-Ecke nochmal neu verkabeln und neu machen. Also nicht neu machen, aber halt die Kabel neu machen und ein bisschen aufräumen und so. Das wollte ich eigentlich schon lange gemacht haben, aber da ich jetzt die ganze Zeit flach gelegen habe, findet mich, vielleicht schaffe ich es jetzt dieses Wochenende. Mal gucken. Und dann kamen noch zwei, drei Sachen, die ich halt auch gerne aufnehmen möchte. So. Und zwar habe ich hier einmal von Nimasco oder so, habe ich mir hier so ein Doppelpack geholt. So, ich packe die mal aus. So, seht ihr die denn? Das ist einmal 1 Meter und einmal 2 Meter. Entschuldigung, meine Stimme. Die sind auch gesleeved. So. So, einmal 1 Meter. Das ist jetzt. Und das USB. Sieht man als USB 3.1 ist das oder 2? Ich weiß es jetzt aus dem Kopf gar nicht. Das schnellste, was ich gefunden habe, war das eigentlich. 3.0 Generation 2 war das, glaube ich. Steht jetzt hier nicht drauf. Weil ich muss unbedingt mein Ding ein bisschen verbessern. Hier steht hier nirgendwo drauf. Ich verlinke die euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und warum? Weshalb? Ja, ich habe ein Kartenlesegerät unter Monitor für die Kamera hier und für da sind USB-Anschlüsse und so. Und ja, dass es halt eine vernünftige Geschwindigkeit hat. Da habe ich jetzt momentan noch einen normalen USB-Verlängerungskabel. Ist so Amazon-Ding ist das, wo Amazon auch drauf steht. Also dürfte nicht der schnellste sein. Jetzt hoffe ich, dass ich hiermit ein bisschen was rausholen kann. Die sind auch hier. Ich hoffe, ihr hört das. Die sind auch komplett hier aus Metall. Auch hier der Stecker ist aus Metall. Schönes gesleevter Kabel. Ja, und da reicht der 1 Meter. Hier reicht vom PC hoch, praktisch, so, der kommt dann praktisch unten am PC ran, oben auf den Tisch und dann halt ein Stück nach vorne noch und dann halt, dass er bis zum Monitor ist, da reicht der Kleine hier vollkommen aus. Und dann habe ich ja noch ein, und den USB 2, 1.0 oder 2.0 werde ich dann für Stream Deck benutzen, weil das Stream Deck nicht so viel Power braucht. Ja? So, und dafür nehme ich dann halt den hier. So. Und den wollte ich eigentlich fürs Headset nehmen. Ich werde ihn aber wahrscheinlich nochmal irgendwann später noch mal in eine Packung holen. Den werde ich dann wahrscheinlich jetzt erstmal nehmen für meine Headset-Halterung, die neben mir ist, die auch USB hat. Also praktisch hat so Licht drumherum, habe ich euch von ESKS gezeigt. Und zusätzlich hat die halt auch Klinkenanschlüsse und USB-Anschlüsse und sowas alles. Dass da halt auch das passende Geschwindigkeit durchgeht, habe ich mir gedacht, nehme ich das. Weil ich da auch die Maus dran habe, ne, die Tastatur, und die Maus habe ich ja per USB 2.0 Bluetooth angeklemmt.
Und dann hole ich mir nochmal einen für meine 7.1 und 5.1 Headsets, dass ich da auch die optimale Geschwindigkeit habe. Da muss alles mal ausgetauscht werden. Aber auch hier schön gesleeved. Ja, seht ihr das? Der Gummi geht wirklich bis hier schön rum. Und so ein schöner dicker Kabel. Kann man nicht meckern. Also ich werde dann halt demnächst nochmal eben so ein Paket holen oder vielleicht zwei andere oder so mit verschiedenen Farben. Weil ich bräuchte halt praktisch für das Kartenlesegerät, für die Handyhalterung, für die Headset-Halterung und dann bräuchte ich noch für mein, ach, sag schon, für mein Headset. Entschuldigung, Stimme geht gerade weg. Für mein Headset brauche ich dann ja auch noch Verlängerungskabel, weil den habe ich ja hoch zur Kamera gemacht. Und also der liegt dann oben auf dem Bildschirm auf der Kamera drauf, weil die tausche ich ja immer mal wieder zwischen den verschiedenen Headsets. Und deswegen bräuchte ich da dann halt noch eine Verlängerung. Und für Rode und so reicht das alles aus. Die gehen direkt am PC ran und Kameras und so gehen auch direkt am PC ran. Entschuldigung. Die gehen alle direkt am PC ran. Und ja. Da sollte das dann eigentlich kein Problem sein. Ich muss da sowieso hinten mal ein bisschen aufräumen. Ich habe da so viel Zeug dran. Hinter, ich muss das alles mal wieder schicki machen. Das soll es aber auch soweit zum USB-Verlängerungskabel sein. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Gucken, ich werde den dann erst testen. Also wenn da was Negatives auffällt oder so, vielleicht mache ich dann später nochmal ein Fazitvideo, wenn ich den eine Weile benutzt habe. Auf jeden Fall mal gucken, was dann halt, wie schnell ich dann halt 30, 40 oder 50 Gigabyte von meiner Karte auf den PC übertragen kann, weil jetzt leckt das schon ab und zu manchmal ganz schön. Und also um 50 Gigabyte zu übertragen, so 30, 40 Minuten ist schon ein bisschen zu lang, würde ich sagen. Deswegen erhoffe ich mir da sehr viel von. Aber ich bin jetzt erstmal weg. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.